Hallo und herzlich willkommen zum Telekolleg Bowie. Habe ich das richtig gesagt? Telekolleg Bowie? Muss man ein bisschen langsam Nochmal sprechen. schön. Hallo und herzlich willkommen zum Telekolleg Bowie. Hallo? Na, eigentlich müssen wir so Polunder tragen. Ja, Pfeife rauchen. Wir reden über David Bowie in diesem fortlaufenden Podcast. Jede Folge ein neues Album, Film oder je nachdem, was uns halt einfällt. Das ist immer noch Hennes Band, Das ist immer ne? noch Frederik Hormuth und Ja. wir freuen uns, dass ihr zuschaut, uns zuschaut. Wir reden über Heathen. Heathen. Das Guck Album aus mal, dem Jahr 2002. ich habe es auf Vinyl dabei. Schau mal, ich habe mir die Vinylplatte Ja, gekauft. schön. Wie ich finde, sein schönstes Spätwerk. Auf alle Fälle. Vielleicht, es ist immer die Frage, kann man das irgendwie, wie ordnet man das an? Sein Bestes, sein Seit Wichtigstes? Scary Seit Monsters. Scary Monsters. Ich finde, es ist sein schönstes Spätwerk. Ich habe mit zwei Platten Problem, das habe ich oft genug erzählt, mit der Hours und mit der Reality. Ja. Diese Platte ist genau dazwischen und ist eine Platte, die entstanden ist aus der Toys heraus. Die Toys, müssen wir kurz erzählen, die wahrscheinlich irgendwann mal auch erscheinen wird. Es gibt sie schon als Bootleg, aber die Toys ist eine Platte. Bowie hatte die Idee, dass er seine alten Songs, Also seine die richtig alten. richtig alten Songs, neu aufnimmt und mit ein paar neuen Songs versetzt. Und irgendwie wollte die Plattenfirma das nicht. Und er hat das gar nicht für möglich gehalten. Das war fertig und er dachte wirklich, die erscheint demnächst. Und er muss wirklich ziemlich angepisst Aber das gewesen war ein sein. Problem, was Als, Bowie oft hatte eigentlich mit seiner Plattenfirma. Man denkt das so als Fan, der kann doch eigentlich machen, was er will. Konnte er nicht. Und die Plattenfirma damals, ich weiß gar nicht, welche es war, es muss ja auch die gewesen sein, Columbia, glaube ich, hat gesagt, nee, bringen wir nicht raus. Dann ist sie aber irgendwie geleakt worden und es sind einige alte Songs drauf. Ich glaube, You Have a Habit of Leaving Me Ja, und und auch schöne Sachen Can't wie Stop Shadow Man zum Shadow Beispiel. Man, also Sachen, die mehr oder weniger auch auf EPs erschienen sind, Über auf Toy Singles. müssen wir da auch mal eine Folge machen, fällt mir gerade auf. Dann lass uns dann mal jetzt nicht mehr über Toy reden, Genau. sondern hast du sie gehört schon, die Toys Ja. komplett? Ich muss sie noch mal, muss ich mal noch mal, Doch, mich klar. damit nochmal beschäftigen. Ja. Ja, Ja, dann das reden wir Projekt dann war weiter. quasi geplatzt. Toy ist nicht erschienen, Bowie Bowie hat war gesagt, sauer. Plattenfirma hat gesagt, ja, schade, toi, toi, toi. Toi, 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 Alles wirklich. Gute auch beruflich und mach mal Ja, eine andere Rüsselsheim Platte. und so. Und aber einige Songs von der Toy sind auf der Heathen gelandet. Genau, nämlich Off the Diese Platte Floyd, ja. wird ganz oft versehentlicherweise als Antwort auf den 11. September 2001 gesehen. Die ist aber vorher entstanden. Ja, das ist dann, wenn eher Reality. Das ist dann Reality, aber es schwingt so eine Stimmung Ja, mit. Stimmt ja. eine Schwingung mit. Auch Eine wehmütige. textlich Ja. kann man dann so ein paar Sachen sagen. Vielleicht ist er auf ein paar Sachen schon vorher, keine Ahnung, Naja, spirituell. also Man weiß es er war nicht. ja jetzt auch schon Anfang 50 Ja. und es war wohl auch die Zeit, seine Mutter ist gestorben und es gab wohl auch in der Familie noch ein paar andere Todesfälle. Das heißt, Bowie hat schon so ein bisschen auch mal, ja, über das Leben und auch das Ende des Lebens nachgedacht. Und die Platte ist eine relativ spirituelle Platte. Es geht um letzte Dinge, es geht um wohin gehen wir und all sowas. Es geht auch um Glauben. Lustigerweise Ja. heißt die Platte Heathen. Also. Muss ich Um, umdrehen, es geht um ups. den Heiden, der also nicht glaubt. Der Bowie, der vorne drauf abgebildet ist, in einer sehr eindrucksvollen Grafik, Ganz hat auch tolles Bild. seltsame geblendete Augen. Ja, das ist wohl, hat er mal erzählt, das sind so Totenaugen. Ja. So, was denkst du? Es steht nirgendwo Bowie drauf übrigens, das fällt mir Ja. gerade auf. Steht nur Heathen drauf. Ja. Das reicht, also das Gesicht reicht. Produziert nach langen, langen Ja, Jahren wieder von Tony Visconti. endlich. Tony Große. Visconti, große Reunion und Ja. sie haben das aufgenommen in der Nähe von Woodstock in einem ganz idyllischen Studio auf dem Berg. Hast du die Bilder mal gesehen aus dem Aufnahmeraum? Ja. Das ist ein Aufnahmeraum mit rundum verglaste Fensterfront, Blick auf quasi Gebirgsketten. Und diese Landschaft war auch so eindrucksvoll, dass sie Bowie wohl sehr inspiriert haben muss. Also er hat gleich da so ein paar Ideen gehabt, Das dass er. ist das Inlet, also da ist auch wieder so christliche Motive, eine Madonna, der die Augen da oder drauf geschmiert auf die Augen, macht man doch nicht sowas, ne? Ja. Visconti natürlich sehr viele Sachen auch gespielt, hat Bass gespielt, Gitarre gespielt, auch mal wieder Blockflöte. Matt Chamberlain hat Schlagzeug gespielt. David Thorn ist auf jeden Fall auch drauf, der auch später bei der Next Day Sachen gespielt hat. Sehr viel, der hat sehr viel mit Loops gemacht. Das hat Jerry Leonard dann live dann halt auch sehr gut nachspielen können. Also wenn man sich den Anfang anhört, lass uns doch einfach mal die Songs Aber durchgehen. mir ging es so ganz kurz, das Also, ist ja jetzt auch eine ja. der Bowie-Platten, die erschienen, während wir schon, ne, bei vollem Bewusstsein Bowie-Fans Ganz waren. genau. Vorher war irgendwie diese eben hier Hours und sowas und davor irgendwie Outside. Und dann kam die und das war wirklich so eine, wo man dachte,
Das ist jetzt aber mal wieder was. So ging es mir. Genau. Also, das wirklich, die hat echt Hand und Fuß. Ja. Die hat auch Tiefe. Ja. Das war ja, echt, ja. Aha. Ja, ja. Okay. Ja. Und ja, von vorne, es fängt wie, ja an. Wie gesagt, ganz viele Songs sind auf Single erschienen, so wie dieser hier, Wood Jackson oder, ja. oder When the Boys Come Marching Home oder Shadow Man sind erschienen. Also, er hat sehr viel Material aufgenommen. Sunday. Ja. Sonntag. Ja. Nothing remains. Everything changes. Und nothing has changed. Sunday ist ein bisschen eine Klammer mit diesem Heathen. Ja. Musikalisch sind die beide ähnlich. Ja. Die haben so fast klassische Harmonien. Also klassisch im Sinne von E-Musik meine ich jetzt. Das sind keine normalen Popsongs. Und es geht schon irgendwie um die letzten Dinge. Um das nach dem Leben und gibt es einen Gott und diese ganzen großen Sachen. Nicht umsonst zerreißt er auch hinten eine Bibel auf dem Cover. Naja, Heathen. So. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Nummer, finde ich. Musikalisch und textlich sehr eindrucksvoll, sehr getragen. Ja. Heathen, der Schluss, auch beide Songs, die live sehr gut gespielt worden sind. Kloß im Hals Lieder irgendwie, ja, für mich. Ja, definitiv. Und bevor der Kloß im Hals zu dick wird, kommt Cactus. Von den Pixies gecovert. Ich muss aber ganz kurz noch sagen, diese beiden Lieder, die scheinen wohl auch für ihn der Kern des Albums gewesen zu sein. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dass er als Ausgangsbasis für sich beim Schreiben und sowas hatte er von Richard Strauss die vier letzten Lieder. Das ist also wirklich, da geht es auch ums Sterben und sowas. Und das ist schwere Kost. Und diesen Tonfall, auch von in Harmonien und sowas, Er klingt erschreckend ehrlich und erschreckend authentisch irgendwie so. Also normalerweise spielt er ja immer einen Part oder geht in die Kopfstimme und so. Aber da ist er doch sehr wow. Es berührt einen. Es ist irgendwie, das ist nicht so oft so, dass er sowas macht. Also Wild is the Wind fällt mir jetzt noch ein oder so Sachen. Aber da ist doch wirklich was, wo man sagt so wow, da ist er sehr. So, und deswegen kommt als zweites dann gleich Cactus. Cactus von den Pixies. Ja. Mit den Pixies war er ja auf Tour. Ja. 1990. Bist du eigentlich Pixies? Findest du die gut? Ich finde die Pixies gut, aber ich bin leider kein Fan, muss ich sagen. Ich finde die auch gut, aber ich kann es nicht hören. Ja, es ist mir zu bollerig. Ja. Ich habe die Sound Vision Tour damals gesehen, die da warst du in Ulm. Waren die Pixies dabei. Ich war in Schüttorf und haben die Pixies auch gespielt. Und ich weiß nicht, ob sie Cactus gespielt haben damals, aber Monkey's Gone to Heaven und so. Mhm. Aber er hat ja Frank Black nicht umsonst auch eingeladen zu seinem 50. Geburtstag. Ja, er war Fan von den Pixies, hat mit Frank Black Scary Monsters und Fashion gesungen. Und es passte auch super, weil Frank Black ja eine sehr hohe Stimme hat. Super. Ja, und jetzt, wenn die Pixies Cactus gesungen haben, das ist ja so ein Lied, da geht es ja um so eine etwas besessene Liebe. Und bei den Pixies war es halt wirklich einfach irgendwie spooky. Ja. Und weil es Bowie macht, ist es ein bisschen cooler und damit ist es ein bisschen sexy. Also es ist ein bisschen mehr so im Rock'n'Roll-Sinne ein Stalker-Lied. Und wir haben bei Hunky Doyle schon drüber gesprochen, er hat ja schon mal bei Eight Line Poem schon mal über Kakteen gesungen. Ja, achso, ja, ein Leitmotiv. Ein Leitmotiv natürlich, genau. Spiel vom Frühwerk. Kakteen. Ja, reden wir über Kakteen. Ja. Slip Away ist ein Song, der auf der Toy drauf ist, mit ein bisschen anderem Anfang, mit ein bisschen, erstmal ist... Ist ein Highlight, oder? Ist ein absolutes Highlight, einer der schönsten Songs, die Bowie geschrieben hat, auch zusammen mit, erinnert mich auch ein bisschen an Goodbye Mr. Ed von der zweiten Tin Machine. Ein bisschen sentimental, ist total sentimental, das Lied. Tolle Idee über eine lang vergangene 70er Jahre Kinderfernsehsendung zu singen, so dass es gleichzeitig eigentlich eine wehmütige Erinnerung an vergangene Zeiten ist. Und dann noch das Stylophon als Solo-Instrument einzusetzen und dann wieder die Kurve zu kriegen zu Space Oddity. Hast du das noch? Habe ich dir das mal gelesen? Das Stylophon steht bei mir im Regal. Ich habe es auch abgestaubt, alles gut. Gut, also du spielst es auch manchmal. Ich traue mich gar nicht. Ja, wir werden, wenn wir über Space Oddity spielen, sprechen, werden wir das Stylophon mal holen. Das ist ein Instrument für die sich jetzt fragen, was reden die da? Das kommt da drin vor. Also das ist ein großer Rückbezug auf den Anfang seiner Karriere. Aber es ist Slip Away, oder ursprünglich hieß es ja Uncle Floyd, ist ein großartiges, wehmütiges Lied über Erinnerungen und weißt du, für mich war das großartig bei der Reality-Tour. Da lief das doch... Mit Karaoke. Mit dem Karaoke-Punkt. Da lief der Text hinten und da hüpfte der Ball über die Silben. Ja. Und
Die ganze Frankfurter Festhalle sang das mit. Und wir alle hatten Uncle Floyd, diese Kinderserie, damals nicht gesehen. Natürlich. Aber wir spürten genau, welche Wehmut da in einem so war. Das ist wie, wenn wir ein wehmütiges Lied über den Klick-Klack-Klavitterbus machen. Aber mit großem Gefühl, mit dem ganz großen Besteck gesungen. Mit Fretless Bass und von Tony Visconti. Das ist schon wirklich genial. Ich habe aber mal gelesen... Don't forget to keep your head warm. Oh, ein unglaublich, ganz Gänsehaut. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht mehr wo, wahrscheinlich war es in diesem Internet, dass es Bones und Oogie, Bones und Oogie. Ja, ich glaube ja, so heißt es. Dass es auch ein Synonym ist für Bowie und Iggy. Ja, das ist zumindest ähnlich. Weil die haben das immer zusammen geschaut, das war so Kult. Die haben damals wahrscheinlich unter dem Einfluss von bewusstseinserweiternden Substanzen sich nachmittags auch vor den Fernseher gesetzt und das Ding gerne geguckt. So, das ist ja, kann ja kultig sein. Ich habe als Student auch so Sachen. Ich habe als Student immer Johann Lafer kocht geguckt mit Kommilitonen. Das war für uns genauso bescheuert. Wir haben uns einfach nur weggeworfen. Wir haben mal eine Nacht durchgemacht. Also, ohne jetzt weiter darauf einzugehen, was wir alles... Und dann lief... wir haben damals immer noch die NBA-Finals geguckt. Und das lief immer noch auf dem Kinderkanal oder auf dem Dings. Plötzlich kam morgens um 5 Herr Rossi, sucht das. Genau das. Wenn du Herr Rossi unter Substanzen oder wie man auch gerne sagt, under the influence guckt, die ist eh schon so psychodelisch durchgeknallt. Und ich glaube, da haben die... Das ist ein gutes Gefühl. Also das, glaube ich, ist das Slip-Away-Gefühl. Wenn man jetzt wehmütig darüber nachdenkt, wie wir früher als Kinder Herr Rossi geschaut haben und macht daraus eine große, große Ballade. Genau. Das ist geil. Also ist einer der... Slip Away. So besten Songs, die Bowie gemacht hat. War auch, wie gesagt, live sehr schön. Slow Burn, die Single. Ja. Obwohl ich ein großer Fan bin von The Who und von Pete Townsend, er spielt zum zweiten Mal bei dem Bowie-Song mit, er hat ja schon bei Scary Monsters bei einem Song Because You're Young mitgespielt. Eine sehr typische Pete Townsend-Gitarre. Das Lied haut mich jetzt nicht so um. Also ich glaube, erstens, das ist jetzt die Form von Zusammenarbeit mit Pete Townsend, die mehr so aus dem E-Mail-Wechsel bestand. Ja. Wir schicken dir mal die Aufnahme und du kannst mal Gitarre dazu spielen, du schickst es uns wieder. Also das war jetzt keine kreative Zusammenarbeit. Ja, aber ich finde auch als Single nicht so richtig so... Ich mag das. Ja? Also ja, ich mag das. Slowburn heißt Schwelbrand, ne? Ja, aber also es geht auch am Anfang um dieses komische Kaff, in das man gezogen ist und wo alle Augen auf einen gerichtet sind. Es geht um so eine paranoide Situation. Und ich dachte, es wäre New York. Ja, here shall we live in this terrible town. Ja, nein, der Witz war der, ich bin umgezogen, als die Single erschien. Hierher. Ach, es geht um dich. Und es geht um dich. In allen Bowie-Songs geht es eigentlich. Ich muss euch enttäuschen, um mich. Und ich fand dieses Gefühl von, dass man in eine fremde, seltsame Gegend kommt und dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Und das irgendwie, das fand ich irgendwie, ich fand es gut. Alien, Alien Nation nennt man das, ne? Alien Nation, Verfremdung. Hat mich irgendwie gekriegt. Und auch ein Thema bei Bowie. Ich fand die Nummer ordentlich. Und wie findest du dieses Video, das es gibt, wo sie ihn da im Studio quasi hinter Glas eingesperrt haben? Da habe ich gedacht, irgendwie so, oh, das ist für ein Bowie-Video, das ist aber ein bisschen mau. Bisschen low budget, ja. Andererseits siehst du, du konntest den Bowie auch 2 Quadratmeter hinter Glas einsperren und hast die Bandmaschine gestartet und der hat immer noch was Eindrucksvolles performt. Ja. Ja, das hätte sonst keiner gekonnt. Also er guckt sehr eindrucksvoll und singt das da. Und kann man sich mal anschauen. Ich finde, Slow Burn ist eine Nummer, die hat meine vollen Sympathien. Auch wenn sie vielleicht nicht richtig groß ist. Okay, Afraid. Eins meiner Lieblingssongs. Ja, das ist echt eine Meinung. Finde ich auch super. Afraid ist von vorne bis hinten handwerklich, musikalisch, gesanglich... auch es geht wieder auch natürlich Afraid, es geht um Angst, wer hätte es gedacht? Ja, und es geht auch eigentlich, um die Angst, die auch die ein Ungläubiger eben hat, glaubt man und sowas. Der glaubt jetzt I believe in Beatles in dem Lied. Was John Lennon hat ja gesagt, I don't believe in Beatles. Ja. Das ist ja ein direktes I put my trust in medication. Also es gibt Medikamente, es gibt Beatles. Es ist, also wenn man keinen Gott hat, muss man sich mit anderen Sachen helfen und das ist oft auch nicht so befriedigend. Unglaubliches Schlagzeug. Das Schlagzeug ist unfassbar und Sterling Campbell hat es live auch sehr, ich glaube, er spielt es selber nicht hier. Aber und ich mag auch das Streicherarrangement, das Tony Visconti dafür geschrieben hat. Das gefällt mir besser. Also es gab auf diesem nicht veröffentlichten Vorgängeralbum Toy, gab es schon mal Afraid und da war das noch ohne diese Streicher und ein bisschen mehr so eine Gitarre-Rock-Nummer. Ist auch gut, aber mir gefällt diese Version wirklich besser. Ich finde das eine Steigerung. Ja, andere sehen es andersrum. Ja, ich finde, also es ist auch ein absoluter Höhepunkt des ganzen Albums. I've Been Waiting For You ist ein Cover. Genau. Von Roxy Music? Neil Young. Neil Young, natürlich, nicht Roxy Music. Aber ich sag dir, warum ich jetzt auf Roxy Music kam, weil er hat es ja schon mal live gespielt. I've Been Waiting For You. Ja. Und wir beide haben es auch schon gehört, auf dem gleichen Konzert.
Achso, mit Tin Machine. Er hat mit Tin Machine gespielt. Wir waren beide, ohne dass wir... Wir kannten uns nicht. Kannten uns nicht. Wir waren am Tin Machine-Konzert in Offenbach, 91. Ja. Und da hat, aber da hat das Lied noch Reeve Scribbles gesungen. Ah ja, okay. Genau. Das ist ein Lied, bei dem Dave Grohl Gitarre spielt. Ja. Von den Foo Fighters und ehemaliger Schlagzeuger. Das ist bei Bowie jetzt ein Rocker geworden. I've been waiting for you. Bei Neil Young ist es so ein bisschen so eine... Halt Neil Young, ne? Genau. Also es ist kein misslungenes Cover. Nee, aber ist auch nicht unbedingt, was man unbedingt braucht. Nee, ist nicht essentiell. Ist nicht essentiell, ja. Kommen wir zu Seite 2. I would be your slave. Ah, ja. Was ist das? Unglaublich schön. Ja. Unglaublich schönes Lied. Und, es auch, ist auch wieder so, ich öffne mein Herz, singt er ja auch selber. Ja, und es ist, glaube ich, kein Liebeslied. Es ist, glaube ich, tatsächlich auch wieder eines der Lieder, das ist ein Gebet im Grunde. Ja. Das heißt, lieber Gott, wenn es dich denn gäbe und du irgendwas für mich tun könntest, ich würde ja mich dir hingeben. Also auf diese typische... tricky verdrehte Bowie-Weise, der singt das ja nicht gerade aus, Gott, der sagt dann immer, lieber Gott, wenn es dich gibt und überhaupt und so und ich bin ein, und es ist schwierig und so. Er singt nicht, lieber Gott, wenn es dich gibt, nee. Zeig mir deinen auf keinen Weg, Fall. Eh das Böse in uns. Nee, das Schlimme ist, dass ich den Text von dem Lied noch kenne. Oh Gott, ja, wer war denn das? Peter Maffay. Ach du Dinger, ja. Da machen wir nochmal einen extra Podcast drüber. Also, ja. Maffay-Podcast. Und dieses es I would be your slave, also dieses... ich glaube, das ist kein Liebeslied, ich glaube, es ist ein Gebet. Das ist, finde ich, gespenstisch. Ja. Wegen. Ja. Weiß nicht, wie es dir geht. Auch, ich habe auch die Sounds, ich meine viele Sounds. Dieses auch Geräusch. Was ist mit dem Geräusch? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das beginnt mit, im Rhythmus läuft so ein Geräusch mit. Ja. Ganz seltsames Geräusch. Spooky. Leute haben gesagt, und es hat mich völlig überzeugt, das geht in Richtung Beatmungsgerät. Ja. Eiserne Lunge, irgendwie Beatmungsgerät. Und da habe ich jetzt gerade gestern nochmal drüber nachgedacht. Ich habe es ja auch nochmal extra angehört. Dieses Geräusch zieht sich durch. Es klingt wie so ein atmender Roboter oder wie ein Beatmungsgerät. Und das zieht sich im Rhythmus das ganze Lied über durch. Und ich dachte mir, stell dir mal vor, wie unheimlich das wäre, wenn jetzt der Sänger, also das lyrische Ich, an der Beatmungsmaschine zwischen Leben und Tod hinge. Ja. Und dann singen würde, lieber Gott, falls es dich gäbe, würde ich mich dir eventuell, sag mal, das finde ich einen ganz unheimlichen Gedanken, aber ganz aufregend irgendwie. Das Lied ist unglaublich schön. Daraufhin höre ich mir das nochmal an. Hörst du mal, das Geräusch macht dich fertig. Wenn du es daraufhin hörst, das tut mir über so drei Minuten... Bei Lazarus hast du auch den einen Arm mal durch die Nase gehört und alles. Ja, ja, ich höre auf Atemgeräusche, aber das ist... I Would Be Your Slave ist auch vielleicht auch eine Fortsetzung, was heißt Fortsetzung, aber ist auch ein bisschen verwandt mit Word on a Wing. Ja, ist auch so ein bisschen genau. Von der Station to Station, was ja auch so ein Gebet war. Mir fällt auch gerade auf, dass die ganzen Titel auch einfach mal durchgestrichen sind. Ja. Das ist also, war das schon derselbe Designer, dieser Barnbrook? Ja, ja. Das ist der später bei Next Day das Heroes-Cover quasi Black überklebt Star hat. Und da fing die Idee quasi an mit, wir streichen Sachen durch. Eins der abgefahrensten Cover, die Bowie je gemacht hat, ist I Took a Trip on a Gemini Spaceship. Das ist, ja, ist erstmal einfach eine lustige Nummer, die voll in den Bowie-Kosmos passt. Weltraum, Raumschiff, super lustig. Super, so schon ein bisschen Drum and Bass, wieder so ein bisschen. Und jetzt ist der Clou, das ist quasi die Wiedergutmachung. Das Dankeschön an den Legendary Stardust Cowboy. Das ist so ein beknackter Super-Außenseiter-Musiker. Ja, das ist so ein er lief halt so ein bisschen unter Variety oder Vaudeville Comedy in den 60ern. Das war so ein Typ, der als Cowboy, als Space Cowboy auftrat, eigentlich nicht singen konnte. Genau. Und den man jetzt so unter so einer Humorschiene, er nahm das aber total ernst. Ja, also es ist quasi so, wenn es eine Mischung aus jetzt nochmal, also jetzt nur vom Stil her, nicht vom Stil her, sondern von der Haltung her, wenn man Niedecken kreuzen würde mit Helge Schneider. Also jemand, der es ernst meint, aber gaga gewagt, klingt. Gewagt. Ja, das ist gewagt. Ja. Aber einfach nur, damit ihr versteht, es ist einfach, der Typ ist, also man kann sich das nicht anhören, was der gemacht hat. Es sei denn, man ist bekifft, dann würde es wahrscheinlich gut funktionieren. Ja. Und aber der Bowie hat aber immer gesagt, der Bowie, der alte Sau, sagt, hat meinen Künstlernamen missbraucht und genommen, sich geklaut und hier Stardust, Ziggy Stardust, das ist von mir und ich habe nie einen Cent dafür gesehen. Und jetzt hat Bowie gesagt, ich bin über 50, ich bin so cool, ich habe eine Familie, ich bin gesettelt. Warum soll der nicht auch mal ein paar Tantiemen kriegen? Und Bowie war aber auch Fan. Einfach der war Fan. Single, der mochte ja so ganz absurde Sachen, mochte er. Und so Außenseiter-Sänger. Wie hieß denn der andere, den er noch gecovert hat? Müssen wir später. Morrissey. Ja, ganz, auch. Ganz absurd. Ganz auch. Ja. Und da hat er dann quasi... Ja, ich meine den mit... ich komme jetzt nicht drauf. Welche Platte? Nee, ich sage, ich komme nicht drauf, komme ich nicht. Ach so, drauf. Kommst du auch nicht drauf. Sobald ich drauf komme, schreie ich auf. Ja, alles klar. Ich weiß, wie der aussieht. Ich komme aber nicht aufs Lied. Egal.
das müssen wir jetzt. Nein, das ist eine total lustige Nummer, die macht Spaß, die ist bescheuert. Ja, ja. Und gleichzeitig sind es einfach auch Tantiemen für den Mann, dessen Künstlernamen er wertet. Er wertet das Stück unheimlich auf. Und er singt den tiefsten Ton, den ich je von David Bowie gehört habe. Ja, ja, ja. Diese eine Stelle. Ja. 515, The Angels Have Gone. Habe ich erst gedacht, 515, das kenne ich doch als alter Who-Fan. 515 von Cradophenia. Hm. Das ist quasi wirklich der erste Zug, der geht. Jetzt habe ich's. Ja. Pablo Picasso ist von diesem, wie hieß der? Da komme ich jetzt nicht drauf. Aber das ist die Coverversion von dem anderen bescheuerten Typ, der genauso nur so Tapes veröffentlicht hat auf Kassetten. Ah, alles klar. Ja, den Namen suche ich auch nochmal raus. Okay, finden wir raus. Hier, 515. 515, das ist der erste Zug, der geht in London. Oder der damals ging. Ist der erste. Der erste oder der letzte, ich weiß nicht. Also je nachdem, von welcher Seite der Nachtmann kam. Ja. Aber den haben viele genommen. Ja. Und da geht es auch wieder unglaublich tolle Sounds, hat Visconti da gezaubert, wahrscheinlich mit David Thorne auch wieder. Ja. Und da geht es einfach die Veränderung des Lebens, der Weg des Lebens, und die Metapher ist halt, die Gleise zu wechseln, die Bahnsteige zu wechseln. Genau, und gleichzeitig hat es auch so ein bisschen, verzeih mir den platten Gedanken, aber es hat auch so ein bisschen dieses... Alle Züge sind abgefahren. Gefühl. Ja. Es geht auch um sowas. Dieses, und natürlich The Angels Have Gone, auch wieder Heathen. Genau, es ist was vorbei, es ist eine Chance vorbei. Man hat jetzt Pech gehabt und es gibt ja nichts Trostloseres als so ein leeres Bahngleis, auf dem man steht und wartet. Morgens um 5. Wer kennt es nicht? Viertel nach 5. Viertel nach 5, furchtbare Zeit für sowas. Auch für Bowie. Tolles Lied. Es gibt Leute, die kriegen kurz Pickel an der Stelle mit We Don't Talk Anymore, weil es so nach Cliff Richard klingt. Auch echt dran gedacht. Ist aber trotzdem eine tolle Stelle, oder? Komm, für einen Satz kann man nochmal kurz aus Versehen, wie Cliff Richard klingt. Cliff Richard macht doch nichts. Das ist nicht schlimm. Wir müssen mal einen Cliff Richard Podcast machen. Auf keinen Fall. Everyone Says Hi. Was soll ich sagen? Eins meiner 5 Lieblingssongs von Bowie. Ja. Everyone Says Hi. Ein Abschied an seinen Vater, von dem er sich nicht richtig verabschieden konnte. Jetzt natürlich für uns alle auch irgendwie ein Abschied an Bowie. Genialer Bowie-Trick. Wir machen ein kleines Poplied, das harmlos klingt und daherkommt und das aber eigentlich was ganz Schlimmes erzählt, nämlich Abschied. Also man hat jemanden verloren. Es geht um dieses, irgendjemand ist tot, der ist weg und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass der weg ist. Du denkst, der kommt gleich wieder und man denkt, kommt doch wieder zurück, wir würden alle uns freuen, wir sind alle noch da. Und das ist dieses Gefühl. Und das auf so eine lustige, poppige... Er erzählt dieses Lied mit einer Leichtigkeit, die total berührend ist. Also ich hab das Lied oft gehört, wenn Freunde gestorben sind und auch, ich werde es auch noch öfter hören. Natürlich, wie das halt so ist im Leben. Da weint man aber so ein bisschen glücklich dann. Und er alle warten auf, dass der zurückkommt mit dem wunderbaren Big Fat Dog. Selbst der große fette Hund wartet dass derjenige wiederkommen würde. Das ist auch so ein bisschen auch eine Klammer zu Slip Away, ne? So von mach's gut und ne, so. Dieses Lied Everyone Says Hi hat er live gesungen in der Harald Schmidt Show. Ja. Wenn ihr den Ausschnitt nicht kennt, das Interview, das David Bowie mit Harald Schmidt, Und da muss man auch sagen, Harald Schmidt hat echt ein super Gespräch geführt mit David Bowie. Muss man erstmal hinkriegen. Wenn Sie das, wir sind uns nie begegnet, aber Harald Schmidt, wenn Sie das jetzt hören, ich bin Ihnen, man muss ihn für... Ist doch egal, ob er jetzt Traumschiff dreht. Das Interview, das war toll. Dafür würde ich Sie echt gerne mal in den Arm nehmen. Dafür sieht's der Sie sogar. Dafür sieht sich jetzt nur, weil das, was Sie, also da, wie cool Sie da bleiben, wie locker Bowie da ist, das ist ein ganz großer Moment im deutschen Fernsehen, das ist unglaublich. Die ganze Zeit reden Sie Englisch miteinander. Wir posten das in den Kommentaren auch. Ja. Da hat Schmidt echt ein cooles Interview geführt. Und das war einer der großartigsten Momente dafür, werde ich Sie immer, immer sehr gerne haben, Herr Schmidt. Danke dafür. Das war sowieso geil. Ne? Bowie spielt live bei Schmidt, super. Bei Schmidt. Und am gleichen Abend haben sie im E-Werk gespielt und ich habe Bowie ja schon mal gesehen im E-Werk mit Tin Machine. Aber da haben sie dann auch die Low gespielt komplett. Also es gab ein paar Termine, es gab nicht so viele Termine mit der Heathen. Genau, das war diese Tour, wo diesen schwarzen Anzug an, mit dieser blauen Karotte. Und da waren oft die Texte so auf dem Notenständer, das war so eine Zwischendurch-Tour. So. Ich habe auch noch nicht alles auswendig, Tour. So. Aber es gibt sehr viele Ausschnitte davon auch bei YouTube und er hat wohl sehr, sehr viele... Und es war sogar, das Konzert aus Berlin war sogar fast ganz im Fernsehen auf Dreisatz. Auf Dreisatz, kann man sehen. Und da hat er auch die Low gespielt und war auch in Montreux und einige Sachen gemacht. Da hat er auch diese tollen, schwermütigen Sachen wie Sunday und Eden gespielt. Ja? A Better Future?
auch ein schönes lustiges. Ist schon wieder eigentlich ein Gebet, dummerweise. So schön, aber auch da finde ich, da hat auf der Heathen sind so Leichtigkeitssachen drauf, wo er die ja auch teilweise bei der Reality dann hatte. Aber da sind die Ideen auch einfach gut, die musikalischen Ideen. Dam, 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 dam. Das ist auch wie so ein kleines Kinderlied. Ja, und gleichzeitig ist es auch, zeigt das nochmal das, was ich vorhin angedeutet habe. Wenn Bowie über Gott singt oder an Gott singt, dann macht er das natürlich immer auf die Bowie-Art und Weise. Ja. Und hier geht es quasi darum, hör mal, lieber Gott, ich bin kurz davor, den Glauben an dich zu verlieren. Du müsstest dich schon ein bisschen zusammenreißen. Sonst höre ich eventuell auf, an dich zu glauben. Ich fordere eine bessere Zukunft. Ja. Mach doch mal. Und dann können wir noch mal reden. Das ist natürlich echt ein verqueres Gebet. Ja, aber es ist... Aber es kommt von Herzen. Es kommt von Herzen, ja. Auch, ich glaube, auch, das ist auch ein Song, den ja nicht nur Bowie hätte machen können, aber da war er auch... Da war er auch so bei sich. Das heißt, er macht nicht jetzt irgendwie, was von ihm erwartet wird, sondern das kommt wirklich aus ihm raus in dem Moment. So von wegen, ah, die Leute erwarten jetzt ein neues Bowie-Album, jetzt mache ich das und das und so weiter. Nee, er ist auch sehr, sehr, es ist auch auf eine Art und Weise auch sehr, sehr, sehr persönliches Album. Das ist ja immer schwierig, wenn so Rockmusiker, die altern, dann plötzlich christliche Anwandlungen haben. Das weiß man ja auch von Bob Dylan oder sowas. Ja. Das ist immer unangenehm. Bei ihm ist ja immerhin vorher so viel anderes spirituell los gewesen, dass das natürlich jetzt kein platter Glaube an irgendwas ist. Ganz kurz, du als, von wegen, wo wir jetzt Bowie mit gebeten haben, du als Queen-Fan, wie war das mit diesem Vater Unser, das Bowie in der Wembley-Arena plötzlich gesprochen hat? Wie ging dir das denn damit? Ich war ja nicht nur Queen-Fan, ich war ja auch Bowie-Fan in dem Moment. Ne? Ja. Und ich habe es ja live gesehen, damals lief es auf Premiere, live unverschlüsselt oder verschlüsselt, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich konnte sehen. Und es war schon so ein schockierender Moment. Und ich habe gedacht, oh, was macht er jetzt? Wollte man seinem Rockstar jetzt das Vaterunser hören und auch noch das Gefühl haben, er meint das ganz ernst? Ich habe bei dem Tribute-Konzert in Brixton zu einem As long as nobody does the Lord's Prayer, everything is fine. Die Geschichte ist ja, dass Bowie das, er sagt, er hätte es spontan gemacht, aber... Ja. Nee. Also viele waren unangenehm berührt. Brian May war sauer. Weil das heißt, vergib uns unsere Sünden. Und jetzt war Freddie Mercury an AIDS gestorben. Das fanden alle irgendwie gerade peinlich. Es war sehr unpassend. Es war nicht sein bester Moment. Sagen wir mal so. Es war so, ach, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich... Es war sehr effektiv. Nein, ich glaube, der hat sich halt spirituell mit allem, von Satanismus bis ins Christentum, mit allem mal beschäftigt und befallen. Da hat er halt echt eine heftige Phase gehabt in der Richtung. Ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, dass er das... Brian May hat gesagt, er hätte gedacht, gerne vorher Bescheid gewusst, weil die Band stand dann auf der Bühne und aber die Band, was sehr interessant ist, dass Heroes in dem Moment ja mit einem ganz offenen Akkord endet und dann hätte er ja irgendwas, wahrscheinlich war der Plan, dass er dann just for one day und dann ein Schlussakkord, dieser Schlussakkord blieb halt aus. Also ganz kurz, ich kann das nochmal sagen, ich bin jetzt auch, ich bin Heide, ich bin nämlich nicht getauft, das ist also meine Platte eigentlich. Ich auch nicht. Und, ach, bist auch nicht, das wusste ich gar nicht, wir sind beide zwei Heiden, also unsere Platte und trotzdem, das können wir gut hören, wenn da Bowie sich an den lieben Gott wendet, das geht völlig an, das ist nicht schlimm. Das kann man gut hören, auch wenn man jetzt nicht so viel mit Kirchen zu tun hat. Ja, ist ein schöner Ansatz, ein schöner religiöser Ansatz, finde ich. Hm. Und dann wird die Platte beendet mit Heathen, mit dem Titelstück The Rays, also die Strahlen. Steel on the Skyline, a sky made of glass. Und das natürlich, bevor der 11. September passiert ist, quasi eine Prophezeiung, irgendwie keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein Bild, was danach nie wieder das gleiche war. Und es ist New York. Die Sonne geht unter, die Sonnenstrahlen, wenn man schon mal in New York war, dann gehen die Sonnenstrahlen gehen durch diese Straßenschluchten durch. Mhm. Und das ist eine Impression. Und das endet mit diesem, die Live-Version war unglaublich, weil die Leute immer diesen doppelten Rhythmus-Klatschen. Und er ging blind, also wie ein Geblendeter, ging er ab und wurde von Gail und Dursey rausgeführt. Ja, was er ja oft auch, dieses mit dem Blinden, das hat er ja schon bei hierbei. Aber diese Stimme, das ist ja, zeigen. Er hat das ja gelernt. In diesem Schlusslied geht es wirklich um das schmerzhafte Gefühl von Endlichkeit und Verlust. Ja. Sachen können plötzlich vorbei sein. Und es ist, dieses Gefühl ist ganz schmerzhaft in diesem Lied und total schön. Das hat, glaube ich, mit diesem Strauß und diesen letzten Liedern auch zu tun. Und ich glaube, das ist eins. Strauß? Ja, dieser Richard Strauß. Und die vier letzten Lieder. Das muss man alles deswegen einfach. Ich habe gerade eine andere Strauß-Assoziation gesagt. Was hat er jetzt am Sträußchen? Nein, aber das ist dieser Vergänglichkeits-
Topos, sagte wahrscheinlich der Wissenschaftler. Also das ist dieses Thema und das ist wirklich sehr, sehr ergreifend irgendwie. Ethan ist erschienen in allen möglichen Formaten natürlich, CD und hier Vinyl habt ihr gesehen. Und es ist sogar als Surround-Mix rausgekommen. Ja, habe ich nicht. Den müsste ich mir mal echt... Ja. Ja, pass auf. Ich bin ja ein Surround-Fan. Es gibt ja ein paar Surround-Sachen von Bowie, von Visconti geremixed. Visconti ist ja ein bekennender Surround-Fan. Es gibt Ziggy Stardust in Surround, es gibt die Young Americans in Surround, die David Life, die Stage und die Station to Station gibt es auch in Surround. Die Heathen gibt es auch in Surround, aber nur auf SAC. Ja, das ist so ein Format, da hat man keinen Player für. Müsste man sich eigentlich den Player verkaufen und die SACD kostet 100 Euro. Auch noch. Minigans. Ja. Und der Player nochmal 500, dann bist du... Der Player ist, glaube ich, nur 150, aber dann bist du bei 250 dabei. Für einmal höher. Ja. Also wir Dennis, ich kenne dich doch, du bist doch Komplettist. Und Beklopptist bin ich. Also gerne, Herr Visconti, dear Mr. Visconti, please bring out... Heathen back in Surround Mix on DVD. Ja, wir würden es gerne hören. I know you're sitting on the tapes and I know you're a Surround fan and please do the same with Low and Heroes. Genau. Because that would be a real treat. And Lodger. Lodger would be fucking brilliant in Surround. And please remix Never Let Me Down. And this is only... please remix. Das wäre mal spannend. Das wäre spannend. Ja. Komm, wir machen noch ein Buch. Halt noch ein Buch. Was hast du denn noch? Komm, wir machen hier das mal hier. Komm, was soll das? Das ist ein Buch, was es lange nicht gab, weil es ausverkauft war. Und da haben wir hier auch schon, guck mal, das passt doch, da haben wir doch ein Heathen-Bild auf. Das ist die Zeit, ne? Das ist der Schuber. Das ist der Schuber. Wir reden von Bowie Treasures. Das ist ein Buch, das ist natürlich absolut, das ist echt, wenn man ehrlich ist, ein absolutes Style-over-Substance-Buch, weil es steht eigentlich nichts drin, aber es ist herrlich. Vorne ein wunderbares Bild vom Thin White Duke. So, und was da jetzt drin ist, ist natürlich hier zum Klappen. Wir unboxen das jetzt mal. Ein Poster, das nur, mach das mal, hilf mir doch mal bitte. Poster. Was nur dafür. Was nur dafür gedruckt worden ist. Ja. Poster. Poster, ein Poster. Aber nicht nur Poster, nein. Nicht nur Poster. Ganz viele Goodies. Das ist so ein bisschen wie Yps für Bowie-Fans. Ein bisschen wie Yps für Bowie-Fans. Genau, gibt es auch von anderen. Es sind viele Kinderbilder drin. Ein Bild von Peter Frampton ist da hier. Dann so viele Jugendfotos. Blablabla. Wir blättern das jetzt einfach mal durch. Das ist ein Foto von seiner Mutter und seiner damaligen Frau. Space Oddity. Und dann geht es immer so weiter. Ja. Und wo kommen wir denn mal zu den Goodies? Hier. Das sind auch schön. Hier, da kommen dann. Karte und da nachgedruckte Eintrittskarten. Nachgedruckte Eintrittskarten sind drin. Das ist geil. Und Bilder schön. Und irgendwelche Verträge sind drin. Die kann man sich da natürlich irgendwie rausnehmen und einrahmen und so tun, als wären sie echt. Ein paar sehr, sehr schöne. Schöne Fotos. Es sieht sehr schöne Fotos. Spiegel wahrscheinlich wieder ganz furchtbar mit unserem Licht. Das ist ja alles ganz. Ein paar sehr schöne Fotos. Auch nicht die üblichen Fotos, sondern auch mal ein paar andere Fotos. Die man so vielleicht noch nicht so ganz. Und das Tolle ist, es ist auch gar nicht mal so teuer. Was hast du bezahlt? Ich weiß es nicht mehr, aber es waren so ein paar 20 Euro. Hier, das ist auch schön hier der Tour aus Eintrittskarte von der Serious Moonlight Tour. Da kann man so tun, als wäre man da gewesen. Also das kannst du deinen Kindern vererben und da haben die immer noch was Schönes. Denken die, was? Mensch. Und auch Tin Machine ist dabei, schöne Bilder. Ja. Treasures, genau. Bowie Treasures. Was ist das? 30, 40 Euro? Nee, weniger. Ich glaube unter 30. Das waren ein paar und 20, das fand ich echt okay. Und wirklich bis zur Heathen-Tour. Das ist die Heathen-Tour, genau. Das ist die Heathen-Zeit, genau. Das ist auch ein sehr schönes Bild hier. Das ist toll, dass wir das aufgeschlagen haben. Das ist von einem der Tibet-Konzerte von 2002 oder 2003. Wo steht es hier? 2003. Genau, in der Carnegie Hall, wo er zusammen mit Lou Reed aufgetreten ist, Tony Visconti. Da ist die Version von Loving the Alien entstanden. Dafür diese Gitarrenversion, die er mit Jerry Leonard gemacht hat. Und da singt Bowie nämlich, ist es Heathen oder Sunday? Ich glaube, es ist Heathen. Ich glaube, es ist Sunday. Es ist egal, er singt es mit Streichern. Mit diesem Chor, mit diesem... Ja, und er singt es mit Streichern. Mhm. In einem wunderschönen Streicherarrangement. Und er sagt dann Ray Davis an von den Kings und singt dann mit ihm zusammen Waterloo Sunset, das er später dann auf der Reality gecovert hat. Und am Ende singen alle zusammen Get Up, Stand Up. Das ist weil Ziggy Marley ist auch da. Auch wieder ein anderer Ziggy, der Sohn von, also nicht der Sohn, sondern Ziggy Marley, der Sohn von Bob Marley. Und sie singen alle Get Up, Stand Up for Your Right, was ein bisschen komisch ist, wenn man Bowie und Ray Davis zusammen sieht. Und da sind noch ein paar schöne Reality. Aber es ist alles schon später. Also das Heathen war gerade eben die... Genau. Und da, wir kamen drauf,
wegen dem Foto da hinten. Ne? Genau. Das ist auch die Phase. Genau. Bowie in so glänzendem Satin-Anzug. Der konnte cool. aber auch wirklich alles anziehen. Das muss man wirklich. Es gibt aus der Zeit ein Rebel-Rebel-Video aus dem französischen Fernsehen oder was, in der Live-Show. Ja. Finde ich eine der coolsten Rebel-Rebel-Performances von ihm. Musst du mal gucken bei YouTube. Ja. Da war er echt cool drauf. Ja, da, das war eine. Ja. Das hat er auch gut getan, wieder mit dem Visconti anzufangen und die alte Mucke wieder. Das war also, das Beste, was er hätte machen können. Ja, das war plötzlich wieder. Bowie Treasures. Da fing er auch an, richtig Spaß zu haben wieder an der Musik. Ja. Hatte ich das Gefühl. Eine der besten Platten. Ja, Heathen ist. Also jetzt also mal die letzte Platte, Black Star, ist natürlich auch ziemlich groß, aber Heathen ist auch gut. Ja. The Reality hat auch Momente. Ja, aber Heathen ist als Gesamt, ich sehe Platten ja gerne so als rundes, was sie ja sind, Gesamt mit Anfang und Ende. Und als du das eben sagtest mit der Klammer Sunday und Heathen und mit dem ganzen christlichen Thema, das ist schon ein großer Wurf. Wunderschönes Ding. Das ist eine Tiefe, da geht es um was. Und das ist trotzdem auch echt total super schön anhörbare Pop- und Rockmusik. Eine tolle Platte. Also ich finde, dass die zeigt einem auch, was Pop und Rock so sein kann. Ja. Und auch das, was er auch einfach war, einfach. Halt auch mehr als nur ein Ablieferer von Sachen so, sondern einfach auch, da waren auch neue Sachen dabei. Obwohl da drei Coversongs dabei waren, die hatten alle irgendwie auch ihre Berechtigung. Und er hat toll gesungen. Er war super in Fahrt, Vokal. Ich werde nicht vergessen, wie ich damals in den Mediamarkt rein bin, um mir die Platte zu kaufen. Und dann muss irgendjemand von den Mitarbeitern auch Bowie-Fan. Dann lief gerade, als ich reinkam, lief Sunday. Ja. Und diese Stelle mit, wo dann da das Schlagzeug loslegt und er dann in sein bestes Vibrato ausbricht. Ja, und ich kam in den Mediamarkt und wusste sofort, der Meister ist wieder. Genau, da kam ich rein in den Mediamarkt und dachte, die Platte. Meister ist wieder voll in Fahrt, voll in Form. Die muss es sein. Also Heathen ist ein Must-Have. Wenn man sich für Bowie drückt, muss ich sagen. Also komm, kannst du mir nicht erzählen, dass die... Wenn wir Sterne vergeben würden, wenn wir 5 Sterne vergeben würden, wären das 5 Sterne. Das wären 5 Sterne natürlich. Definitiv. Klar. Easy. Ja. Heathen. Ich habe da nichts auszusetzen. Gucken, wie es weitergeht. Wir sind gespannt auf eure Reaktion. Mhm. Wenn ihr anderer Meinung seid, postet das einfach und schreibt uns einfach. Wir diskutieren gern mit unseren Schülern. Wir sind ja auch sehr subjektiv. Hat Hennes ja gesagt, jeder Bowie-Fan ist ja Individualist. Und darum geht es. Jeder Jack ist anders. Jeder Jack. Das ist Bowie. Das ist auch jeder Bowie-Fan ist anders. Und das heißt ja auch Telecollect Bowie, nicht nur, weil wir jetzt hier lektieren, sondern auch, weil wir auch lernen. Genau. Learning by doing. Learning from the best. In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe vom Telecollect Bowie. Na, Bär. Ja.